Die Stimmung ist schon klasse hier in Anfield. Wie eigentlich immer, ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir sind hier heute zu Gast im Achtelfinale im EA Shield. Liverpool, was für eine Chance! Gehalten! Unglaublich, Wolf, was für ein sensationeller Reflex. Der Ball kommt rein. Gut geklärt. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Nunez. Riesenchance. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Starke Aktion. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Setzt sich klasse durch. Luis Diaz. Oh, nicht drin. Den Alu-Treffer haben wir bis hier oben gehört. Was? So, Spiel geht in diesem Augenblick weiter. Momentan liegt Chelsea hier mit einem Tor hinten. Salah. Gute Chance. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Da ist die Szene nochmal. Er trifft den Ball wunderbar. Und drin ist er. Fernandes. Ballverlust von Chelsea. Salah. Jetzt der Steilpass. Spielt den Ball in den freien Raum. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Jetzt ist er vorbei. Zieht den Ball gut zurück. Eine Riesenchance. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Alexis. Spielt rüber zur anderen Seite. Dominik Szoboszlai. Schöner Steilpass. Was war das denn? Schwache Szene, da müssen sie mehr rausmachen. Boah, schwach gemacht. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke kommt lang. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Das wäre die Chance für den Konter. Nkunku. Da ist er alleine durch. Tor! Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Super durchgesetzt. Alexis McAllister. Da ist die Chance. Tor, da ist es. Die bekommen heute nicht genug. Sie erhöht damit schon auf 3 Tore Vorsprung. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den Ball auch machen. Den Ball holt sich Chelsea. Christopher Nkunku. Super, wie er sich durchsetzt. Chance für Nkunku. Tolle Parade. Endo. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Der Lupfer jetzt. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl.
Immer schön, wenn so ein Lupfer ins Tor geht, mit ganz viel Gefühl, ganz viel Auge. Ah, wir sehen es hier. Er ahnt die Chance, sieht die Lücke, ist ein klasse Treffer. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Sterling mit der Chance. Er ist zur Stelle. Jetzt der Eckball. Noch ist der Ball gefährlich da hinten. Klasse Tackling. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Chance zum Tor. Solche Tage gibt es. Wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben sie eh schon lange in der Tasche. Jetzt tun sie hier nur noch ein bisschen was für die Galerie. Da kommt noch mal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Und da kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht mehr. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Außen wäre die Lücke für Salah. Darwin Núñez. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. Bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. Tja, auch sowas passiert. Abhaken und weitermachen. Das gibt's doch gar nicht. Da unterläuft ihnen tatsächlich noch ein Eigentor. Am Ball Fofana. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Da ist die Chance.